Yo, was geht ab, Fitnessfreunde? Heute bin ich echt müde, ey. 9:30 Uhr. Puh. Das ist echt nicht meine Zeit. Also wenn ich was hasse im Leben. Ich hasse ja eigentlich gar nichts, aber wenn schon, dann hasse ich früh aufstehen. Das geht gar nicht. Aber heute ist ja mal eine Ausnahme, denn Daniel ist in der Stadt. Daniel ist in Hamburg City und wenn ich jetzt so rausgehe, dann geht meine Müdigkeit direkt mal weg, weil wir haben gefühlte 20 Grad jetzt schon. Um 9:30 Uhr morgens, 10 bin ich mit Daniel beim Training verabredet. Ich kriege gute Laune, wenn die Sonne scheint, direkt, ja. Und deswegen, für Essen ist es jetzt zu spät, habe ich nicht mehr geschafft, esse ich einfach nachher mit Daniel. Und dann, was mache ich denn? Ja, ich denke, ich würde mal sagen, ich trinke mein Gerstengras. Vitamin D brauche ich heute nicht. Ich werde den ganzen Tag in der Sonne liegen. Omega 3 brauche ich ein bisschen. Und das war's. Mehr Supplements brauche ich im Moment gar nicht. Kein Kaffee auch nicht. Ich schaffe das auch ohne Koffein. Wie gesagt, ich mache eine kleine Pause von zu vielen Supplements. Ich finde das gut, dass man ab und zu mal so checkt, wenn man immer mehr Supplements so zu sich nimmt, ja, dass man dann nach gewisser Zeit auch dann abcheckt, okay, sind diese ganzen Supplements überhaupt alle nötig? Und bei mir habe ich jetzt rausgefiltert, sind jetzt nur zwei Sachen übrig geblieben, halt Omega 3 und Gerstengras. Wobei Gerstengras ist halt nur Gras, das ist wirklich fast kein Nahrungsergänzungsmittel. Genauso wie Omega 3, das ist ja auch nur Fischöl, das ist jetzt nichts Wildes. Also ich bin echt kein Supplement-Freak. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns gleich mit Daniel wieder. Wen haben wir denn hier? Guten Morgen! Ja, Daniel, moin, wie geht's dir? Euch? Gut hier geschlafen? Und deine euch? Uns geht's gut, diesmal habe ich meine Karte mit. Kurze Nacht, oder? Ja. Wie hast du so gepennt? Gepennt gut, aber ich war so eigentlich ziemlich müde heute. Ich musste gestern mal ein bisschen was machen, deswegen bin ich dann wahrscheinlich erst um 1:30 Uhr ins Bett gegangen. Also liegt es mir ein bisschen noch an, ich sehe noch ein bisschen müde aus, aber trotzdem werden wir noch nicht. Ich auch, aber ich glaube es wird gut, man wird so ein bisschen wach, wenn man sich halt erwärmt und so. Ja, was steht an bei dir? Ich bin eigentlich fertig. Fertig bist du? Ja, dann so können wir ja gehen. Genau, so geht. Nee, ich nehme meine Sachen mit. Ich habe nur meine Schuhe mit zum Wechseln und so. Ja. Deswegen, ja. Achso, bleibst du hier oben zum Aufwärmen oder auch runter? Ich gehe direkt runter. Ja, dann komm, lass uns runtergehen und dann geht's los. Thank you.
macht es sich einer in meiner Küche bequem. Ich wurde eingeladen, gerade noch mal in Ruhe duschen gewesen. Ja. Das reicht. Und jetzt gibt's. Jetzt gibt's ordentlich Essen, ey. Ich würde sagen, das ist mal ein paar Kilo, ne? Also ich habe ein Kilo, du hast bestimmt auch 600, oder? Nee, ich habe auch sogar ein Kilo. Ja, siehst du? Dann. 2 Kilo Hähnchen. Mal locker 2 Kilo, ne? Start. Ja. Oh, hier haben wir Spinat. Also, bist du so der Spinat-Fan? Fan, ich esse es einfach. Es ist gesund. Ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse halt auch so Spinat, weil. Warum vermissen? Darfst du es nicht? Passt es nicht in deine Idee? Ich habe halt einen strikten Plan und wenn ich jetzt noch rumexperimentiere, das ist halt immer schlecht, weißt du? Klar, es ist halt immer die Frage, ob man es machen darf oder so, aber ich mache es jetzt einfach nicht mehr, weil es sind 2 Wochen noch. Und ich würde mir wahrscheinlich selber in den Arsch treten, wenn da wirklich noch irgendwas sich verändern würde, was nicht mehr positiv ist. Also da bleibe ich einfach dabei. Und aber ist denn am Spinat irgendwie etwas, was dein Diät schädigt, oder hältst du dich einfach nur an den Plan? Ich halte mich einfach nur an den Plan. Also okay. Ich wüsste jetzt nicht, was da ungefähr passieren würde, aber ja. Wenn du jetzt anfängst zu weinen, ne? Bisschen nicht emotional, das ist ach so. Nur die Zwiebel ein bisschen. Ich riech das schon, ja. So, hier haben wir noch Reis. Das mache ich jetzt nicht auf. Und hast ja. Du einen Reiskocher, oder? Ja, Reiskocher. Sehr gute Wahl. Gute Anschaffung. Gut, ne? Ich finde auch die beste lohnt Anschaffung sich. Ja, kann ich auch Ihnen nur empfehlen, Reiskocher. Ich mache das einfach nur 400 Gramm Reis und 800 Milliliter Wasser und dann wird er perfekt. Müsst ihr einfach nichts machen. Wenn die Lampe sich umstellt, ist der fertig. Ja, und du hast. Ich habe noch ein paar Zwiebeln oder eine Zwiebel von mir gekriegt. Eine hast du noch? Ich habe Hähnchen, Pilze. Ich esse ja nur abends meine Kohlenhydrate, die ich essen darf. Ach so. Ich habe hier mein Sixpack und da tue ich gleich alles rein. Also Sixpack Bier oder was? Genau, Sixpack Bier. Ich ernähre mich nur von Flüssigkeit, weil du weißt ja, Alkohol entwässert. Ja, stimmt. Und deswegen sehen wir das. Das brauchst du auf jeden Fall vor dem Wettkampf. Entwässerung. Richtig. Ein bisschen mit Alkohol. Wodka und so. Ja, für die Vitamine hast du hier einen Salat. Ne? Ja, da sieht langweilig aus. Der sieht mega langweilig aus. Ich würde den auch nicht so essen. Ich tue einfach nur oben drauf, dann so ein bisschen Gewürze, sodass ich halt okay, was dazu sehr gut. Und eine Tomatensauce haben wir auch noch. Ja, aber passierte Tomaten, also ordentliche. Genau, also einfach nur pure Tomaten. Na gut, ein bisschen Meersalz ist hier drin, aber dann ist das Ganze halt nicht so trocken. Richtig. Und zu vergessen. Gute Thunfisch für unterwegs. Ja, genau. Ja. Kann man immer mal unterwegs essen. Sehr gut. Du, die Pfanne geht ja nicht. Und der Jeff Side Shaker ist auch am Start. Aber die Pfanne hier funktioniert nicht. Die will nicht hier unten. Ah, jetzt. Wie kann eine Pfanne nicht funktionieren, Daniel? Ja, weil die klein ist. Ach so. Die will nicht köcheln, sag ich so. Okay. War die oben hier schon? Ja, passt schon. Meist ist auch bald fertig. Sieht ja mal wieder fleischig aus hier. Die ganzen Veganer oder Vegetarier, die würden ja sagen, ey, ist nicht gesund, was ihr macht. Ja. So viel Fleisch. Ja. Ihr wisst nicht, woher das Fleisch kommt. Das werden die auf jeden Fall sagen, ja. Ja. Bitte. So, was haben wir denn hier? Gutes Essen. Ja, meins sieht nicht so spektakulär. Irgendwie meins sieht voll eklig aus im Vergleich zu deins. Ja? Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben. Okay. Nein, du hast dir wesentlich mehr Mühe gegeben. Ja, Reis haben wir ja beide. Du hast eine Schüssel, weißt du? Das ist immer dann einfach zu machen. Das ist so. Ich esse immer daraus, keine Ahnung. Ist immer so einfach. Ich muss hier alles auf den Teller stellen und du hast so ein cooles Schüsselchen. Na gut. Okay, Reis mit Tomatensauce haben wir beide, Hähnchen haben wir auch beide. Da hast du halt Salat und Zwiebeln und ich habe Spinat. Genau. Los. Ich sage jetzt mal. Lass dir schmecken. Jetzt geht's ab in die Schwänzelstraße. Was musst du denn da? Schwänzel. Nein, ich bin ja für Optimum hier. Und jetzt geht's weiter. Oh, jetzt habe ich gegessen und jetzt muss ich direkt weiter, weißt du? Klamotten hast du schon an. Klamotten habe ich an. Ich konnte ja noch duschen bei dir und dann. Ja, war ein kurzer, aber netter Besuch. Auf jeden Fall. Und es waren 2 Tage Training mit drin, ne? Ja. Gestern Abend und heute Morgen. Also echt alles ein bisschen straff, aber naja. Ich hab ja gesagt, du kannst dich gerne anschließen. Es geht sonst einfach nicht. Deswegen, na gut. Ja. Hoffe, den Leuten hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, können auch mal gerne bei mir vorbeischauen. Hier, du kleiner Meister, hast mich ja schon überholt jetzt.
Bist ja voll abgegangen hier. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ich mal wieder hier bin, dann komme ich gerne wieder besuchen. Ja, oder wenn ich bei euch mal wieder gerne, bin. Genau. Nächste Live-Training mit großen Jungs am Start. Da freue ich mich. Ja, soll ich vielleicht schon sagen, wer? Ich weiß nicht. Also es wird auf jeden Fall alles... Pro, oder? Ja, doch schon jetzt. Ja? Aber sind alle Großen halt am Start. Und er hat schön gekleckert hier. Komm, hat zeig doch mal. Gesehen. Doch, sieht man. Na gut. Komm, jetzt musst du auch zeigen. Was du da gemacht hast hier. Ich hab gekleckert. Ist doch nicht schlimm. Passiert halt, ne? Okay, Leute. Ich muss jetzt. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Video.